nicht so. Besiegt noch ein paar, die hier am Strand an dieser Seite noch kurz. Und dann gehen wir wieder zu den Wölfen. So, dale. Also Wolf, gib mir Items. Ich brauche Items. Ja, Fleisch brauche ich doch nicht. Das Fleisch kannst du wieder behalten. Du schiebst ihn die hinter in der Reihen zurück. Die jungen Wölfe sind jetzt schon zu klein, dass sie noch etwas, noch Items fallen lassen. Keine Herausforderung mehr. Ben, Jungs, wo ist der Macher? Matriarch, wo ist der? Hallo, ich will dich doch töten. Da. Ja, er kann's. Sich Kontakt mit der Hersteller. Schon wieder nichts gedroppt. Für was sind die Bosse eigentlich da, wenn sie nichts droppen? Es lohnt sich doch gar nicht, die zu kloppen. Oh Mann, da schläft man ein. Herumgähnen. Mehr kann das Spiel mir nicht bieten. Ja, toll. Was ist denn das, Junge? Da. Ja. Es wird gar nichts getroppt, oder was? Wolfilein! Hier, boom. Pop. Und... Oh, konntest mich nicht erwischen. Geschnitzter Stab des Frames. Ja, toll. Das ist ja ein epic Item. Das ist das größte, stärkste Item. So, noch hat das Krieg starten. Oh, wieso immer nur sterbe? Oh Mann. Muss ich die Charakterklasse wechseln oder was? Nee, auf Hexe hab ich keinen Bock und auf Beschwörer. Wäre ja ein guter Charakter, wenn er irgendwie ein bisschen... Ja, ein bisschen besser supportet wäre, also... Ja, die ganze Zeit Space nachcasten, so nervt schon ein wenig. Jetzt greif doch an. Ist der so weit weg oder was? Konnte mich noch treffen, aber so ein kleines Kratzerchen wird mich nicht aufhalten, den Wald von komischen, von Tiermonstern zu befreien. Von Raubtier. Raubtieren, die nicht mal Schaden an einer Maus machen können.
Ein Stoffschulterpanzer. Und junger Wolf. Hallo, Wölfe? Wölfis? Minus 3, minus 6. Und so ein Kurzbocken. Lauch ich nicht. Hallo? Ja, an den Spielen würde der Charakter noch zum Monster laufen, aber hier ist er zu faul zum Laufen. Ja, ja. Ja, toll. Hey, triff doch mal ganz. Nochmals ein Stab. Stab, 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 Stab. Stab, 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 Stab. Ja, toll. Diese Auswahl. Bis hierhin. Ist das Zeugs ausgewählt. Wollen die, dass die Spiele nicht so weit, nicht so zielen müssen oder was? Und bei den Monstern ist hier schon Schluss. Schon hier Schluss. Aber bei diesen fetten Teilen, die man ja gar nicht treffen könnte, ist die Auswahl bis hierhin. Das ist ein Meter. Und schon wieder ein Stab. Oh Gott. Oh mein Gott. Wölfe. Droppt nicht immer Stäbchen, gell? Ich brauche keine Essstäbchen. Auch Bögen. Nochmal ein Stab. World of Stuffcraft. Das Spiel mit den Stäben. Stäbchen. Mit den Dildos. Das Spiel mit den Dildos. Kostenlos. World of Dildo. So, dann greife ich mal den Anführer dann an. Mal schauen wie. Oh man, ich will nicht winken. So. Mal schauen, ob ich ihn überhaupt besiegen kann, weil die sind schon stark. Vor allem am Anfang, wenn man noch nicht so ein gut ausgebauter Charakter hat, sind sie schon ein bisschen stark. Hab einfach Bock mal den zu töten. Töten, töten. Totten, töten. Ja. Wie viel hält der aus? Ja, ja. Na, seht ihr, der ist viel zu stark. Also zu zäh. Ist halt... Die dürfen ja nicht... von einem einzelnen Spieler besiegt werden, dass das Team Empfinden verstärkt wird. Aber wie sollte man Teammitglieder bekommen, wenn niemand anschreibt? Weil er ein bisschen zu scheuch sind. Zu Am Anfang, als ich begann, also bevor ich das Let's Show ungefähr begann, gemacht habe, habe ich immer geschrieben, suche Leute, die ungefähr Level 6 sind, oder Level 8 jetzt zum Beispiel, die mit mir ein bisschen Bosse besiegen kommen oder so. Niemand hat geantwortet, niemand. Und das sollte irgendwie die Teamangehörigkeit stärken oder so. Ich sehe wirklich sehr wenige Leute, die zusammen irgendwie das machen. Das ist schade. Alle wollen irgendwie eigensinniger das machen. Natürlich im RVR ist es anders, aber da muss man ja
mit Teams gehen. Kann man nicht einfach alleine irgendwie ein Fort einnehmen oder so. Aber es sind wirklich viele Spieler, die einfach nur Solo spielen, in einem Online-Rollenspiel. In einem MMORPG. Bisschen schade, also ich würde gerne mit 20 anderen Leuten herumdüsen und Monster killen. Kommt darauf an, wie viel sich in einer Party einladen lässt. Ob es ein Limit gibt, das glaube ich nicht. Also vielleicht erste Höhe. Das heißt, es dann nur 10 sind möglich. Oh, fühle ich mich verarscht. Und das ist 11. Es droppt hier ein Level 11 Item. Auch komisch. Und wir haben noch einen Stab bekommen. Noch zwei Stäbchen. Eintönig. Nicht genug Mana. Dann hol dir Mana. Kairos. Ja, bis ich das gefunden habe. Nektar. Das Ding habe ich auch nicht mehr. So. Da machen wir das Zeugs hier oben, damit ich nicht immer falsch klicke. Ah, da. FIFA-Nachricht. Party erstellen, Handeln. Anwerben, klar, brauchen wir nicht. Winken. Ausruhen, nein, ausruhen habe ich auch unten. Jubeln. Applaudieren. Tanzen. So. Dann weiter. Weiter mit dem Geschehen. Moin. Seht ihr irgendwie einen Pfeil? Ich sehe keinen Pfeil. Da haben sie Texturen gespart. Nur eine Explosion, die aussieht, als würde sie vom Zweiten Weltkrieg Game-Entwicklung sein. Hey du, Wolf, kommst du her? Ich muss dich töten. Hallo. Hey. Ja, eigentlich. Haut er einfach ab. Ungewollt abhauen. Ein Stein. Ein Stein. Der Stein. Ein Stein zum besteinigt werden. Hey Wolf, ich muss dich töten. Komm her. Hallo? Da ist noch ein Wolfi. Ne, Wespe töten. Hopp. Oh.
Wespi. Nein, nicht ein Anführer. Ah, wieso ist der jetzt hier plötzlich? Oder ist das einfach ein anderer? Haben wir einen jungen Wolf getötet von... Also, angegriffen von... Komm, Schätzchen, komm. Oh, gibst du schon auf? Dann holen wir uns den Schatz mal. So, Delle. Hoffentlich nicht Gold. Ich habe mal in Item, glaube ich, einen Stab gefunden. Noch ein Stab. Das heißt, es ist noch mal ein Stab. Nein, 15 Goldmünzen. Okay. Haben wir jetzt eigentlich gar keine Eins mehr über oder was ist das? Tja. So, mal zurück zur Siedlung und ein bisschen skillen. Oh je, oh je. Kannst du aber gut treffen. Eine Spaldaxt. Minus. Machen wir nicht. Neulingstunika. Schrott. Kann man bei Cake verkaufen. So, wo bist du, Schützentrainer? Was hast du im Angebot? Ah, du hast das Lager, zeigst. Du bist aber Level 10, 10 bis 14. So, Lille. Dann Stäbchen verkaufen. China-Stäbchen, S-Stäbchen. Albe. Das ganze Fleisch. Elf bis 17 ist ja noch schwer. Nicht. Quantis Haut. So. 1000. Gut. Dann gehen wir zum Schützentrainer. Wenn er irgendwo hier wäre. Ja. Nö, kein Bock. Trainieren. Nehmen wir noch nicht.
Ausweichtaktik. Ja, was soll ich denn skillen? So. Also, das war's mit der heutigen Aufnahmesession von Champions of Regnum oder auch World of Starcraft, Dildocraft. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bitte liked die Videos, wenn sie euch gefallen. Ich wäre sehr dankbar. Und ja, ein bisschen Feedback dürft ihr auch gerne geben. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basa. Tschüssi.